Alle drei Jahre findet die World Energy Conference statt. Aktuell wird die 22. Veranstaltung im südkoreanischen Daegu abgehalten. Ein wichtiger Grund für alle Produzenten und Zulieferer der Energiebranche, sich zu treffen. So kommen mehr als 6000 Kongressteilnehmer und Experten hier in Daegu zusammen, um über die Versorgungssicherheit und die wachsenden Bedürfnisse der Weltbevölkerung zu sprechen. Zur begleitenden Messe werden sogar 25.000 Teilnehmer erwartet. Alle drei Jahre bringt der Weltenergierat Mitglieder und Branchenvertreter zusammen, um über die künftige Entwicklung der Energieversorgung zu beraten. Dabei spielen Treibhausgase, Klimawandel und die Zukunft der Kernenergie alles eine Rolle. Aus deutscher Sicht ist letztere eine CO2-freundliche Option, obwohl gerade in Korea durch die Nähe zum japanischen Fukushima auch die Risiken ein Thema sind. Um diese möglichst gering zu halten, bietet das deutsch-französische Unternehmen Areva hier entsprechende Erfahrungen und Dienstleistungen an. Ansonsten beweist die umfassende Ausstellung auf 22.000 Quadratmetern, dass hier auch viele asiatische und lokale Anbieter bzw. Erzeuger sich präsentieren, aber auch Rohstofflieferanten aus den bisher bekannten Liefergebieten. Nicht nur arabische Länder sind vertreten, auch die großen Anbieter Russlands. Einzig die USA, die mit ihren neuen Energiequellen den Markt aktuell verändern, sind kaum vertreten. Zwischen all den konventionellen Lösungen zur Energiegewinnung sind auch einige alternative Konzepte zur Green Energy zu erkennen. Interessant sind dabei auch Lösungen zur Nutzung von Windkraft über vertikale Windräder, die in Türmen übereinander angebracht sein können. Dabei kommt es in Zukunft nicht nur darauf an, mit möglichst verantwortlichem Umgang mit den Ressourcen Energie zu gewinnen, sondern sie auch intelligent zu verteilen. Hierzu bietet Siemens eine spielerische Antwort. Gästen wird die Möglichkeit gegeben, virtuell die Stromproduktion für den benötigten Bedarf zwischen umweltfreundlichen Quellen wie Wind, Sonne und Wasser sowie anderen effizienten und modernen Kraftwerken zu steuern. Auch wenn das nur ein Spiel ist, nicht nur für die Teilnehmer ist es eine Herausforderung. So bietet Siemens auf dem Stand hochmoderne Lösungen zu den meisten Herausforderungen der effizienten Energiegewinnung. Wir dürfen darauf setzen, dass sich die Bedürfnisse der Zukunft hoffentlich in einem ökologischen Einklang meistern lassen. Vielleicht mit Ideen und Technologien aus Erlangen. Made in Germany. Die nächste WEC findet erst wieder 2016 in Istanbul statt. Eine relativ lange Zeit und man darf gespannt sein, wie sich das Thema Energieversorgung entwickelt.